In unserer großartigen 125-jährigen Geschichte ist viel geschehen. Doch etwas hat sich während dieser ganzen Zeit nicht geändert. Wenn es um neue Lösungen für die Beförderung von Menschen und Gütern geht, gehört Scania nach wie vor zu den führenden Anbietern. Das war schon ab 1891 der Fall, als unter dem Firmennamen Vabis in Södertälje Eisenbahnwagen hergestellt wurden. Nach dem Zusammenschluss mit dem Unternehmen Scania aus Malmö haben unsere Fabriken kreativ gestaltete, bahnbrechende Fahrzeuge ausgeliefert. 1901 verließ das erste Automobil mit dem Namen Die Gelbe Gefahr das Werk in Malmö. Ein Jahr danach kam der erste Lastwagen von Vabis auf den Markt. An Mut hat es uns noch nie gefehlt. Und wir haben schon seit der Firmengründung einen Sinn für Abenteuer. Genau wie diese fünf Herren, die mit einem Lastwagen in gut 33 Stunden von Malmö nach Stockholm gefahren sind. Seither stellen wir unsere Lastwagen immer wieder vor anspruchsvolle Herausforderungen. Dazu gehören risikoreiche Warenlieferungen nach Dubai oder Eistransporte von Norwegen bis nach Zentralafrika. Scania legt seit jeher großen Wert auf Praxistests. Wir achten auf jedes Detail und wollen uns in allen Bereichen immer noch weiter verbessern. Von den Fahrzeugtextilien über die Lackieranlagen bis hin zu unseren Fertigungsbändern und zur Motorenentwicklung. Wir sind stolz auf unsere qualifizierten Mitarbeiter und unsere erfolgreichen Werke in vielen Teilen der Welt. Unsere Fahrzeuge gelten wegen ihres Designs, ihrer Funktionalität und ihrer Umweltfreundlichkeit als wegweisend. Wir werden auch in Zukunft innovative Lösungen für den Transport von Menschen und Gütern entwickeln. Das ist unsere ureigene Aufgabe und unsere Berufung.